Hallo, ich heiße Hanna Güttert. Ich mache hier am Anatolischen Theater mein FSJ Kultur in der Abteilung Kommunikation und Marketing. Und ich lese heute die kleine, aber feine 9. Geschichte des ersten Tages. Gute Geschichten können uns immer förderlich sein. Und darum soll man ihnen immer aufmerksam zuhören, wer immer auch der Erzähler ist. So sage ich denn, dass zu den Zeiten des ersten Königs von Zypern, nach der Eroberung des Heiligen Landes durch Gottfried von Bouillon, eine Edeldame, von der Pilgerfahrt nach dem Heiligen Grabe heimkehrend, Zypern besuchte und von einigen ruchlosen Leuten auf empörende Weise beleidigt ward. Sie konnte sich, ob dieses Frevels, nicht zufrieden geben und war gesonnen, den König selbst anzurufen. Doch einer ihrer Bekannten sagte ihr, sie werde sich nur vergebliche Mühe machen. Der König führe ein so kleinmütiges und unwürdiges Leben, dass er, weit davon entfernt, den anderen angetanen Schimpf gerecht zu rächen, ihm selbst zugefügte Schmach mit schnöder Feigheit ertrage, sodass, wer irgendeinen Verdruss gehabt habe, seinen Unmut in Beleidigungen und Hohn gegen den König auslasse. Als die Dame dies vernahm, gab sie es auf, Rache zu verlangen, und wollte nur, um ihren Zorn einigermaßen zu befriedigen, diesen König wegen seiner niedrigen Gesinnung noch verspotten. Weinend trat sie vor ihn hin und sagte: »Herr, ich komme nicht zu dir, um Rache für die Beleidigungen zu erlangen, die mir widerfahren ist. Statt aller Vergeltung für diese bitte ich dich nur, mir zu sagen, wie du es anfängst, um die vielen Kränkungen zu ertragen, die man dir antut. Dann werde ich, von dir belehrt, die meinige geduldig hinnehmen, während ich sie jetzt, der Himmel weiß es, dir gern schenkte, weil du dergleichen so gut zu ertragen weißt.« Als wäre er vom Schlaf erwacht, fing der König, der bis dahin untätig und träge gewesen war, damit an, den der Dame angetanen Schimpf aufs Nachdrücklichste zu rächen. Und von diesem Tage an wurde er ein strenger Verfolger eines jeden, der sich irgendwie gegen die Ehre seiner Krone, auch nur das Mindeste, verging.